Aktuell spielt bei mir Kevin Korani vorne. Im Moment würde ich sogar Korani aufstellen, aufgrund der Leistung. Er gehört zum erweiterten Kader der Demokratieleute, aber er gehört natürlich nicht zum erweiterten Kader von Jogi Löw. Das geht erst nach Löw. Weil Jogi Löw ja mit dem schlimmen Menschen Korani, der einmal, was finde ich, was man auch jedem Menschen zugestehen kann, in einem Zustand höchster Verzweiflung was Dummes gemacht hat. Weil es sind ja Männer und bei Männern geht es auch um Macht und Revierdenken. Er hat sich dafür entschuldigt. Aber es geht hier darum, dass ja die Kompetenz auf dem Spiel stünde. Ich bin der Meinung, dass er da definitiv auf Korani zurückgreifen müsste. Macht er aber nicht, wird er auch nicht machen, wird auch nicht passieren, bin ich mir ganz sicher. Wenn er jetzt noch Korani zurückholt, dann liegt Schweini mit Poldi im Hotelzimmer und raucht gleich mal eine Schachtel Marlboro. Das ist sehr gefährlich.